Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Wir sind auf der Übersichtskarte, denn ich glaube, das, was jetzt vor uns liegt, ist, dass unsere Armee voranmarschiert. Und vor uns liegt ein Dämonenbollwerk mit, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das ist. Auf jeden Fall haben sie einen Anführer und sie sind bei Stärke 5. Und Stärke 5 ist so ganz knapp das, was wir noch besiegen können anscheinend. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich versuche es trotzdem mal. In der Hoffnung, dass... Das waren gar nicht... Moment, das bin ich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt. Die haben Bögen, oder? Ne, die haben Schild. Kultisten, Kämpfer. 11 bis 20, 15 bis 29. Als allererstes... Machen wir mal so. Machen wir mal so. So, so nah können die nämlich gar nicht kommen in ihrer Runde. Unsere Kleriker bleiben mal hier stehen, glaube ich. Verzögern ihre Runde. Unsere Kämpfer verzögern ihre Runde auch. Und die verzögern auch. Aber jetzt kommt keiner mehr näher ran. Okay, dann verteidigt die erstmal. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, hier zu schießen. Kaplum! Kaplum! Und dank der Verteidigung sind sie jetzt besser gerüstet auf die Angriffe und können jetzt entsprechend reagieren. Hallo! Uiuiui! Da ist aber jemand direkt auseinandergeflogen hier. Au! Du mieser Kleiner! Einer ist noch übrig. Zack und weg. Alles klar. Das war noch der einfachere Kampf. Einer ist in die Krankenstube, das ist okay. Da hat die Baronin Gaunter schon wieder einen Sieg davon getragen. Die Kultisten haben die wertvollen Vorräte ihrer Karawane bis zum letzten Mann verteidigt, mussten sich den Kreuzfahrern aber schließlich geschlagen geben. Wie es scheint, haben die Dämonenanbeter eine nahegelegene sarkorianische Ruine um ihre Schätze erleichtert. 1500 Geldmittel, ja, die kann ich gut gebrauchen. Ach ne, das hier ist die Dämonen. Ach so. Das hier war die Dämonenarmee hier, auf der anderen Flussseite. Okay, dann habe ich da falsch geguckt. Wir reisen auf jeden Fall auch weiter. Moment, wie komme ich denn... Halt, da komme ich ja gar nicht hin, das unscheinbare Lager. Man findet es nur, wenn man genau weiß, wo man suchen muss. Das weiß ich aber nicht. Hier komme ich auf die andere Seite. Haha, ich verstehe. Jetzt ist die Frage, Himmelsrand? Da müssen wir wahrscheinlich an dieser Festung hier... Ja, oder? Nee, müssen wir gar nicht. Markierter Fels. Dieser modrige Fels ähnelt einem haarlosen Kopf, ist aber von einer kruden Rune entstellt, die in seine Oberfläche geritzt wurde. Du kannst dir einige Reagenzien für die Herstellung. Alles klar, kann ich mal eben meine Gruppe wechseln? Ein Tag und 3 Stunden. Ich muss ja Darren mitnehmen. Wen lasse ich denn dafür mal zu Hause? Darren ist ja ein Kleriker, kann auch heilen. Ich könnte Sosiel zu Hause lassen. Ausnahmsweise mal. Aber dann fehlt mir wieder ein Nahkämpfer, ne? Das ist auch ein bisschen doof. Pass auf, ich nehme Sosiel mit. Ich glaube, ich lasse vielleicht mal Nenio zu... Oder nee. Nenio ist sehr effektiv mit ihren Zaubern, wenn das... Ich lasse, glaube ich, Lan mal zu Hause. Einmal. Und bevor ich da jetzt reingehe... Ach schön, ich habe ja natürlich nichts mitgenommen für ihn. Nichts habe ich mitgenommen. Er ist komplett ausrüstungslos. Graf Arenda ist Familienanwesen. Das Herrenhaus ist verlassen, seit alle seine Bewohner bei einem tragischen Ereignis am selben Tag den Tod fanden. Oh seltsam, oh seltsam.
Wieso bin ich denn in meiner menschlichen Form? Na, wenn schon, dann als Fuchs. Also bitte. Warum können all diese Aristokraten nicht einfach in Kinabris bleiben? Warum müssen sie ausgerechnet auf diesem verfluchten Anwesen feiern? Das ist eine sehr gute Frage. Regil steht auch schon hier rum. My not so numerous, but nonetheless dearest guests. About a year ago at my last birthday party, I assured you all that I nurtured a deep-seated hatred for boring people who give protracted speeches in the misplaced belief that their inner thoughts are of any interest to anyone but themselves. Now I am a whole year older and also a full-fledged crusader, an honorable position that requires me to be as dull, pedantic, and vexing as I possibly can. Therefore, a speech it is. Darrens Miene ist unergründlich. Er trägt sein übliches sanftes Lächeln und seine Augen leuchten vor freudiger Aufregung. Sein unruhiger Blick irrt allerdings einen Moment zu lange umher, ehe er mit seiner Rede beginnt. Warum hat Darren eigentlich immer nackte Personen um sich herum? The revered cleric Nestrin, my guardian and tutor, often told me that those who live a sinful life may expect to join the abyssal hordes after they die. This is why their path is the most despicable of all. A part of their soul may return to Mendev in the abominable form of a demonic invader. Mhm. Every time we see a demon, we might as well think about it. What if this wretched creature used to be your great-great-grandfather? What if certain parts of this pointy-tailed beauty used to belong to your pious cousin? They say that the demons represent the sins of the souls they are made of. Succubi emerge out of lustful souls. Vandals turn into Abracandilu. Gluttons become Nabasu. I, for one, am determined to commit as many different sins as possible, so that the distributive mechanism of the abyss breaks when it tries to decide what to do with my soul. Ich kann mir das bei ihm sehr gut vorstellen, dass er ins Abyss kommt und da man gar nicht weiß, in welche Art von Dämon ihn verwandeln soll, weil er einfach so viel Böses getan hat. You, my dearest guests, will be my assistants in this complicated task. Eat, drink and indulge yourselves in whatever vices you can. Let nobody leave this house as righteous as they entered it. Live every day like it's your last. After all, nobody knows when that day will arrive, do they? Darren grinst, leert seinen Wein und wirft das Glas zu Boden. Sehr interessant, flüstert dir der Inquisitor Lothar von hinten ins Ohr. Habt ihr denn irgendwas Interessantes gefunden? Eigentlich nichts, mir sind nur einige Dinge aufgefallen. Ich habe versucht herauszufinden, ob dem Grafen in den letzten Jahren etwas Ungewöhnliches oder Mysteriöses widerfahren ist. Als ich mit seinen Bekannten sprach, erwähnten zwei Personen, dass er niemals vom ehrenwerten Nestrin spricht, dem Iomedae-Priester, der sein Wächter und Tutor war. Aber in seiner Rede hat er Nestrin gerade erwähnt. Was das wohl zu bedeuten hat? Nun, ihr habt mir gesagt, ihr wollt herausfinden, ob Darren in den letzten 10 Jahren etwas Eigenartiges widerfahren ist. Einige seiner Diener haben sich über seltsame Vorkommnisse im Haus beschwert. Gegenstände, die sich von alleine bewegen. Kerzenflammen, die plötzlich verlöschen. Natürlich könnte all das Einbildung gewesen sein. Außerdem ist bekannt, dass der Graf häufig Zauberkundige zu seiner Erbauung engagiert und sie ermutigt, ihre Magie zu vergnüglichen Zwecken einzusetzen. Ganz Mendev kennt die Geschichte der 3 betrunkenen Magier und ihres Teleportationsrennens über die Dächer von Kinabris nach einem Fest im Haus des Grafen. Worauf ich hinaus will, Schwankungen der magischen Strömung in seinem Haus sind keine große Überraschung. Allerdings war da noch die Entführung. Einige Banditen hatten den Graf in der Hoffnung... Entschuldigung.
Einige Banditen hatten den Grafen in der Hoffnung auf Lösegeld entführt, aber ihr einziger Lohn war der Tod. Hinterher erzählte der Graf allen, er hätte die Banditen selber engagiert, zum Scherz. Der andere Söldnertrupp, der ihn befreit und die Banditen getötet hat, stand ebenfalls in seinen Diensten. Nachdem die Identitäten der unglückseligen Banditen bestätigt worden waren, war niemand darauf erpicht, den Fall genauer zu untersuchen. Aber eine Sache war ausgesprochen beunruhigend, und ich meine damit nicht den bizarren Humor des Grafen. Die Söldner, denen er angeblich seine Befreiung verdankte, hatten die Banditen enthauptet, nachdem sie sie getötet hatten. Moment. Meine Gefährten haben in letzter Zeit immer wieder abgetrennte Köpfe zwischen ihren Habseligkeiten gefunden. Seltsamerweise haben wir solche Probleme erst, seit sich Darren der Gruppe angeschlossen hat. Was? Es ist ein beunruhigender Zufall. Jetzt haben wir noch einen Grund, der Sache nachzugehen. Wir müssen herausfinden, was genau bei diesem tragischen Festmahl passiert ist. Sie wurden enthauptet, die Banditen, die Darren angegriffen haben? Ja. Mir wäre dieses Detail womöglich nicht aufgefallen, hätte ich Gut Himmelsrand nicht unmittelbar nach dem tragischen Vorfall besucht. Ich erinnere mich, dass wir damals auch mehrere kopflose Leichen fanden. Von Gästen und Dämonen. Wir dachten, sie wären während des Kampfes enthauptet worden. Was genau müssen wir tun, Inquisitor? Das ist der schwierigste Teil. Ich muss tief in die Vergangenheit dieses Guts eintauchen, wozu ich über längere Zeit hinweg verschiedene Zauber wirken muss. Es wäre sehr erfreulich, wenn mich dabei niemand stört. Vor allem der Graf selbst nicht. Ich glaube nicht, dass er sich an mein Gesicht erinnert, aber ein verdächtiger Fremder, der unbekannte Zauber wirkt, könnte sein Interesse wecken. Ich möchte, dass ihr den Hausherrn ablenkt. Im Moment spielt er ausgerechnet in dem Raum, in dem ich anfangen will, den Gastgeber. Wie kann ich ihn ablenken? Ich weiß es nicht. Vielleicht können eure Gefährten euch irgendwie helfen. Oder ihr seht euch ein wenig um. Vielleicht findet ihr ja etwas, das uns hilft. Na gut, ich verstehe. Viel Glück. Kommt zu mir zurück, wenn der Graf geht. Ich werde euch alles erzählen, was ich in Erfahrung bringe. Und vielleicht zeige ich euch sogar etwas. Dann wollen wir doch mal unser Bestes geben. Ich finde es unheimlich hier, aber auch aufregend. Erstmal alles plündern, was wir plündern können. Ne? Der Graf Darren ist ja reich. Das wird ihn nicht stören, wenn wir Sachen mitnehmen. Während die Welt brennt, ein klug eingesetzter Kelch Wein könnte den Grafen eine Weile ablenken. Aha! Die Zierpflanzen sind in einem lausigen Zustand. Sie wurden viele Jahre lang vernachlässigt. Das passt irgendwie gar nicht so zu Darren, dass er sein Anwesen so vernachlässigt und dann hier zum Feiern einlädt. Man kann sich ausmalen, wie wunderbar dieses Anwesen vor dem Krieg gewesen sein muss. Ich möchte zu gern in einer der hübschen kleinen Nischen meine Staffelei aufstellen und nach Herzenslust malen. Ich bin also irgendwie auf dem Fest eines verwöhnten Adelssprosses gelandet? Na, großartig. Im Krieg weiß man nie, wann oder ob man das nächste Mal die Gelegenheit bekommt, sich auszuruhen und zu amüsieren. Also überlege ich nicht lange. Ich muss einfach ständig an das letzte Fest auf diesem Anwesen denken. Alle Gäste sind gestorben, jeder einzelne von ihnen. Und da kommt ihr trotzdem wieder hier hin? Ich bin mir nicht so sicher. Gut, mit Darren reden wir gleich. Man könnte aus diesem Anwesen einen hervorragenden Außenposten machen. Es sollte für militärische Zwecke beschlagnahmt und die Eigentümer entsprechend entschädigt werden, nachdem wir gewonnen haben. Das ist die Einschätzung, die ich von Regil nicht anders erwartet habe. An einigen Stellen sind Spuren älterer Mauern und Fundamente zu sehen. Das Gebäude scheint mehrfach umgebaut worden zu sein. Ist aber nicht so, dass hier irgendwie, dass er auf dem alten Friedhof gebaut hat oder so, ne? Das Anwesen ist wunderbar. So viel Schönheit, so viele stille Ecken und Winkel. Ja, stille Ecken und Winkel sind ja genau deins, ne? Ist ja genau deins, Camellia. Die Tür ist versiegelt und sieht aus, als wäre sie lange nicht geöffnet worden. Auch diese Tür ist versiegelt. Okay, hier hat jemand Möbel die Treppe runtergeschmissen und es wurde nicht aufgeräumt.
Aber immerhin, ein schönes Festmahl. Graf Arenda ist Diener. Oh, ihr seid es. Erinnert ihr euch an mich? Ich habe euch in Knabris gebeten, den Grafen zu retten. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, ist aber wow. Das ist schon sehr imposant hier. Warum sich Sterbliche zu den Tatorten von Massenmorden hingezogen fühlen? Eine psychologische Analyse oder Völlerei. Auf welchen Artikel meiner Enzyklopädie soll ich mich konzentrieren? Schreib lieber über Völlerei. Mir gefällt es hier nicht. Das Fest ist blöd. I feel you, Ember. I feel you. Er ist einfach alles so glänzend. Ich sehe mir dieses Ding nur an und stelle es gleich wieder zurück. Ehrlich. Ich glaube dir nicht, Woljew. Ich glaube dir nicht. Wollte schon sagen, sind die Türen hier auch wieder alle versiegelt? Here we go. Und ziemlich ärgerlich geworden. Das sieht mir doch aus wie das Schlafzimmer eines gewissen Grafen. Gräfin Siliana Neviadara Arendae mit ihrem neugeborenen Sohn Darren. Anders als übliche Adelsporträts zeigt dieses Exemplar eine junge Mutter mit ihrem Kind auf einer Wippe. Beide haben großen Spaß. Okay. Was? Ich habe das... Was? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich mitnehmen sollte, weil das bestimmt irgendwie verflucht ist. So viel an einem Ort. Die Ritter mit den geplagten Händen. Das nehme ich mal mit. Für alle Fälle. Ist das ein Trap? Oh. In der Wand scheint sich ein Versteck zu verbergen. Du siehst zwischen den Dekorationen ein kleines Schlüsselloch. Oh. Und das direkt daneben. Dieses Zimmer in diesem Zustand direkt daneben. Krumme Pranke und hier ist wirklich nur Mist drin. Die Tür ist versiegelt und sieht aus, als wäre sie lange nicht geöffnet worden. Ein Diamant, Dravens Hut und Stab Spiegelbilder. Dieser Hut gewinnt einen unheimlichen Intelligenzwert. Unheiligen Bonus. Wirkt er einen Verlangsamen- oder Hasszauber, wird dieser beschleunigt. Als würde er das Talentzauber beschleunigen. Außerdem kann dieser Hut einmal täglich einen beliebigen Zauber beschleunigen. Kann nur von nicht guten Charakteren getragen werden. Ich hab so eine Ahnung, wer das tun könnte. Weil Ember ist gut, aber... Er hat aktuell das Intelligenzding auf dem Kopf, aber... das passt irgendwie. Es passt irgendwie so gut. Und vor allen Dingen eben wegen der Fähigkeit. Ember wirkt ihre Zauber nicht mit Intelligenz als Hexe, oder? Die wirkt mit Weisheit. Wer arbeitet denn mit Intelligenz? Wahrscheinlich nicht viele von uns, klar. Er wirkt mit Weisheit. Ich glaube, das ist wirklich nur Nennio, die mit Intelligenz arbeitet. Ja, und halt Woljew, ne? Und bei uns ja eigentlich auch, aber ich habe lieber das Charisma. Ach komm, Woljew, weißt du? Das passt so gut zu deinen Hörnchen. Und die Dinger hier? Kann Heilzauber wirken, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren und plus 2 auf Konzentrationswürfe. So, Siel, das ist genau das Richtige für dich. Zack. So. Dann lass uns doch mal mit dem Grafen Arendae sprechen. Es ist an der Zeit. Darren, der mit unergründlicher Miene die Gäste beobachtet hat, dreht sich zu dir um und sagt in beiläufigem Ton, als würde er eine unterbrochene Unterhaltung fortsetzen. Ich habe mich stets als Schöngeist betrachtet, nicht als Held. Wenn der Tag des jüngsten Gerichts kommt, dachte ich mir, schenke ich mir ein Glas 100 Jahre alten Wein ein.
setze mich in die erste Reihe und sehe einfach zu, wie die Welt brennt. Violine zu spielen war auch eine Option. Jetzt wüsste ich verdammt nochmal gerne, wie ich im 5. Kreuzzug gelandet bin. Wie wurde ich zum Gefährten eines Helden, den Iomedae selbst auserwählt hat? Manchmal diktieren Kleinigkeiten den Verlauf unseres Schicksals. Ich fürchte, das ist nicht immer der Fall. Manchmal wird es auch von fremden, aber ausgesprochen bedachtsamen Mächten diktiert. Erzählt mir mehr über Gut Himmelsrand. Dieses Gut bot einmal einen wunderschönen Anblick mit seinen grünen Gärten und friedlichen Teichen. Darren lächelt kurz. Es ist ein echtes Lächeln. Ganz anders als sein übliches Grinsen. Das Haus selbst ist jedoch gar nicht so groß. Dieses Land war schon vor der Weltenwunde Teil der Grenzregion. Meine Ahnen haben das berücksichtigt, als sie die Fundamente setzten. Je größer das Anwesen ist, desto schwieriger ist es zu verteidigen. Ich würde euch ja gerne herumführen, aber ich fürchte, es gibt hier nicht viel zu sehen. Es war nicht viel Zeit, daher haben meine Diener nur diesen Hof, den Saal und einige Zimmer aufgeräumt. Die haben allerdings nichts Interessantes an sich, abgesehen vielleicht von der magischen Feuerbekämpfungsanlage, die auf Wasserelementaren basiert. Wobei ich nicht weiß, ob sie überhaupt noch funktioniert. Sollten wir ihn wirklich schon damit konfrontieren? Vielleicht gießen wir erstmal ein bisschen Wein auf seinen Anzug. Oh, wie ungeschickt von mir, das war keine Absicht. Und hattet ihr auch nicht die Absicht, einen Anzug zu ruinieren, der mehr kostet als ein Vollblutpferd? Grämt euch nicht, ich habe Ersatz. Wartet nur, wenn ich zurück bin, sehe ich noch umwerfender aus. Können wir Lothar Bescheid geben? Er kann mit seinen magischen Untersuchungen beginnen. Wie ich sehe, habt ihr euren Teil getan, Kommandant. Danke. Nun macht euch bereit, genau zuzusehen und zuzuhören. Ich werde die Vergangenheit dieses Anwesens entwirren und versuchen, euch zu zeigen, was ich finde. Das Dröhnen von Stimmen, Gelächter und Musik erfüllt deinen Verstand. Dann kommen die Visionen. Zunächst zerklüftet und verschwommen, doch nach einiger Zeit fügen sie sich zu einem einzigen Gesicht zusammen. Es ist eine Frau von atemberaubender himmlischer Schönheit. Ihre feinen Züge verraten dir sofort, wer sie ist. Die Ähnlichkeit mit Darren ist offensichtlich, also seine Mutter. Meine lieben Gäste, die Herrin von Gut Himmelsrand heißt euch alle willkommen. Ich hoffe, dieser Tag ist für euch ebenso freudig wie für mich, denn an diesem Tag wurde mein einziges wunderbares, zuweilen hochmütiges, doch immer von ganzem Herzen geliebtes Kind geboren. Ein Kind ist meist das Spiegelbild seiner Eltern und Erzieher, Gräfin. Ihr gestattet ihr, dem bescheidenen Tutor dieses jungen Mannes das Wort an die Gäste und auch an den Mann der Stunde selbst zu richten? Ein neues Gesicht erscheint. Es ist ein attraktiver alter Mann, mit würdevoller Haltung und einer Stimme, die Macht ausstrahlt. Können wir nicht einen einzigen Tag Ruhe vor euren Predigten haben? Immerhin habe ich heute Geburtstag. Vor 10 Jahren hatte der junge Darren ein nahezu engelsgleiches Aussehen. Seine Tischmanieren und Ausdrucksweisen lassen jedoch die Würde eines wahren Engels vermissen. Day, der ehrenwerte Nestrin wollte euch gewiss nur umarmen und euch alles Gute zum Geburtstag wünschen. Augenblick, was ist das für ein Krach? Das schrille Lachen dröhnt in deinen Ohren und hallt in deinem Schädel wieder. In der Vision erscheint eine Lilithu vor den Gästen des Anwesens und verneigt sich übertrieben und verächtlich. Die Zauberin des Bösen beehrt eure Feierlichkeiten, Sterbliche. Habt ihr auch für mich ein Festmahl vorbereitet? Was wollt ihr, Brut des Abyss? Ich habe bereits alles getan, was ich wollte. Hey, ihr, tattriger Kleriker, seht euch um! Fällt euch denn nichts Ungewöhnliches auf? Die Seuche ist in eurem Wein, eurem Essen, in der Luft um euch herum, in eurem Blut. Bald werdet ihr alle sterben. So sehr ihr auch zu eurer erbärmlichen Göttin betet und eure Heilkräfte bemüht, es wird euch nichts helfen. Nichts wird euch helfen. Ich gebe euch die Gelegenheit, es selbst zu sehen, und wenn ich zurückkehre,
wird die düstere Erkenntnis bereits ihre Reißzähne in eure Kehlen geschlagen haben. Oh, wie ich es liebe, Sterbliche in ihren letzten verzweifelten Stunden zu sehen. Zum Abschluss ihrer Rede haucht die Dämonin Darren eine Kusshand zu, was diesen entsetzt erstarren lässt und verschwindet. Sie haucht Darren eine Kusshand zu? Lothar schüttelt den Kopf und atmet langsam aus. Er reibt sich die Schläfen. Das erste Auftreten der Krankheit und der Lilithu, eine der vielen Schwestern der verfluchten Minago. Bisher stimmt alles, was ich gesehen habe, mit der offiziellen Version der Ereignisse überein. Wer waren die Leute in der Vision? Gräfin Siliana Arendae war Darrens Mutter und eine der schönsten Frauen in der Geschichte Mendevs. Sie war eine Asima, genau wie ihr Sohn. Der alte Mann ist der angesehene Kleriker Nestrin, Wächter und Tutor unseres Grafen. Er war bekannt für seinen unbeugsamen Glauben und eisernen Willen. Ich kannte ihn nur flüchtig, daher kann ich euch nicht mehr über ihn sagen. Die anderen habe ich nicht erkannt. Doch Darren sagte, die ersten Opfer der Krankheit seien sein von der Ostgrenze stammender Vetter zweiten Grades und dessen Gemahlin gewesen. Aber dieser Kleriker hätte doch gewiss etwas tun können, oder? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich glaube, er hätte nichts tun können. Magische Krankheiten sind ohnehin schon schwer zu heilen, und diese Seuche schlug äußerst schnell zu. Jetzt müssen wir herausfinden, was als nächstes passiert ist. Und was nun? Ich kann die Nachbeben eines starken Ausbruchs von Gefühlen und Erinnerungen irgendwo im Westflügel des Hauses spüren. In einem der Zimmer dort muss etwas geschehen sein. Seht bitte nach, ob dort jemand ist und lenkt ihn ab, falls nötig. Darren aus dem Zimmer locken. Es tut mir fast schon ein bisschen leid für Darren, aber ich glaube, ich werde dieses Mitleid in Kürze bereuen, weil wir irgendwas rausfinden, was Darren Schlimmes getan hat. Wolyev, bist du das? Nee. Ich habe gerade ein Porträt von Darrens Mutter gesehen. Sie war also auch eine Asima, ja? Manche Leute bekommen Himmelsblut, haufenweise Geld und einen Adelstitel, andere bekommen Hörner und einen Schlag ins Gesicht. Es tut mir ja auch leid, aber Tieflinge sind halt, naja, Tieflinge. Während die einen mit göttlichen, ja, sagen wir mal, Leuten rumgemacht haben, haben die anderen mit Teufeln rumgemacht. Ich frage mich, warum die Dämonen, die gut Himmelsrand angegriffen haben, eine Seuche als Waffe gewählt haben. Das war so einfallslos. Wie viel Essen es hier gibt. Wenn ich Ruß einfach essen lasse, was sie will, wird sie doppelt so fett und kann nicht mehr fliegen. Oh ja, der Rabe. Ich kann mir vorstellen, dass der Rabe sich hier richtig austobt. Amüsement und Vergnügung können als Schild gegen Grauen und Verzweiflung dienen, aber man sollte diesen Schild sparsam einsetzen. Ja, das ist richtig. Das ist durchaus richtig. Sowohl dieses Anwesen als auch sein Herr machen mir bewusst, wie trügerig das äußere Erscheinungsbild sein kann. Ich kann jedoch nicht leugnen, dass der Wein hier sehr gut ist. Zwanghafte Nahrungsaufnahme kann ein Symptom verschiedener schwerer neurologischer Störungen sein. Sie kann jedoch auch ein Indiz sein, dass die jeweilige Nahrung von außerordentlicher Schmackhaftigkeit ist. Ja, das ist meistens das Problem. Das ist die außerordentliche Schmackhaftigkeit. Wie kann eine einzige Familie oder ein einziger Mann in einem Haus leben, das groß genug für meinen gesamten Stamm ist? Ja, ich glaube, diese Frage stellen sich viele Leute. Glaubt nicht, dass ich die Wichtigkeit ausreichender Ruhezeiten für Soldaten unterschätze. Aber dieses Gelage ist keine Rast, sondern schiere Dekadenz. Waren das alle Begleiter, die wir hier hatten? Ich glaube ja, die anderen haben sich nicht wegbewegt, oder? Kurz mal gucken. Hier unten ist keiner hingelaufen. Ach, guck mal, ich kann das sogar auf der Karte sehen. Regil, Nenio, Sosiel, ja. Das sind alle, die wir dabei haben. Und hier scheint wirklich nichts zu sein. Das heißt, Darren befindet sich hier oben offensichtlich in seinem Raum, den er nutzt und er für sich hat aufräumen lassen. Oho! Darren hebt eine Augenbraue, scheint jedoch von deinem Erscheinen nicht im Mindesten verstört zu sein. Er versucht weder sich zu bedecken, noch sich schneller anzukleiden.
Kommandant, ich nehme an, es gibt eine dringende Angelegenheit, die meiner Aufmerksamkeit bedarf. Was ist das für ein Zimmer? Darren sieht sich im Zimmer um, als habe er es noch nie zuvor gesehen. Dann zuckt er sorglos mit den Schultern. Ein ganz gewöhnliches Zimmer. Ich habe meinen Dienern aufgetragen, einige Zimmer vorzubereiten. Das ist eines der Zimmer, die sie gewählt haben. Mit einem Schlüsselloch. Nun, ich glaube nicht, dass wir ihn mit Pflichten oder so irgendwie hier weglocken können. Aber mit einer Herausforderung, denn ich glaube nicht. Beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass ihr Sila nicht überreden könnt, mit euch zu tanzen. Oh, ich kann es mir vorstellen. Eine Dame, die anmutig mit ihrem Schild die Vorhänge herunterreißt, ihre Rüstung melodiös im Takt der Musik klirrend. Ob es mir wohl gelingen würde, den ganzen Tanz über ernst zu bleiben und ihr süße Worte ins Ohr zu flüstern? Ihr bringt mich auf eine hervorragende Idee. Oh ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Wie ich sehe, habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe. Macht euch bereit. Diese Vision könnte schwerer zu ertragen sein. Es war also früher auch schon ein Schlafzimmer. Der junge Darren steht regungslos neben dem Bett der Gräfin. Sein Gesicht ist blass vor Furcht. Und das aus gutem Grund. Die himmlische Schönheit seiner Mutter ist verschwunden. Ihr Lächeln, einst so strahlend und voller Lebenskraft und Lebensfreude, gleicht nun der Grimasse eines Leichnams. Nur ihr goldenes Haar strahlt noch, eine traurige Erinnerung an die gesunde junge Frau, die sie noch vor wenigen Stunden gewesen war. Mutter? Kannst du mich hören, Mutter? Day, mein Junge, wie bist du hergekommen? Die Stimme der Gräfin wird immer schwächer. Komm nicht näher, diese Krankheit. Mutter, hör zu. Der ehrenwerte Nestrin hat die Tore versiegelt. Er sagt, er lässt niemanden hinaus. Wenn die Seuche die größeren Siedlungen erreicht, kann sie niemand mehr aufhalten. Er sagt, deshalb hätten die Dämonen uns überhaupt nur angegriffen. Sie wussten, dass wir die stärksten Kleriker rufen würden, um uns zu heilen, und dass diese Kleriker sich anstecken und ebenfalls sterben würden. Der fette Baron und seine Familie haben versucht zu entkommen, aber drei bewaffnete Paladine haben ihnen den Weg versperrt. Mutter, wir brauchen Hilfe. Genabris ist voller Kleriker, Zauberer und die Dämonen wissen, wem noch. Sie können die Seuche vielleicht aufhalten. Wir müssen so schnell wie möglich in die Stadt. Wir müssen dem ehrenwerten Nestrin gehorchen. Wir sind die Herren von Mendev und wir müssen unser Volk beschützen. Wenn die Seuche, wenn sie Kenabris erreicht, werden Tausende von Unschuldigen sterben. Irgendwelche Unschuldigen interessieren mich nicht. Darren schreit nun schon fast. Du bist krank, Mutter. Du stirbst. Du musst ihnen sagen, sie sollen die Tore öffnen und dich nach Kenabris bringen. Auf mich werden sie nicht hören, aber du bist die Gutsherrin. Dir können sie es nicht verweigern. Ich kann nicht. Ich muss... Bitte geh, mein Schatz. Verlier nicht die Hoffnung. Du kannst noch immer... Ein Krampfanfall übermannt den Körper der Gräfin. Ihre letzten Worte gehen in einem kühligen Stöhnen unter. Oh, deswegen haben sie eine Seuche gewählt hier bei den Adligen. Lothar reibt sich erschöpft die Schläfen, doch seine Miene ist unergründlich. Nun habe ich die Antwort auf eine meiner vielen Fragen. Niemand ging nach Genabris, um Hilfe zu holen, weil der ehrenwerte Nestrin sie nicht ließ. Ihm war die Sicherheit der Stadt wichtiger als das Leben seiner Schäfchen auf dem Gut. Was für eine schwierige Entscheidung das gewesen sein muss. Gab es denn wirklich keine andere Wahl? Wer kann das jetzt noch sagen? Sie hätten einen der Paladine entsenden können, um Hilfe aus Genabris zu holen, vorausgesetzt, der Gottesritter war immun gegen die Krankheit. Vielleicht dachte Nestrin, er würde sie brauchen, um die Ordnung zu wahren. Oder vielleicht war ihm klar, dass die Dämonen ohnehin niemanden gestatten würden zu gehen. Oder vielleicht war die Seuche so stark, dass sie selbst die rechtschaffensten Krieger niederstrecken konnte. Wir werden nie erfahren, ob eine dieser Theorien wahr ist. Lothar reibt sich nachdenklich das Kinn.
Ich war noch nie in der Position des ehrenwerten Nestrin, aber ich kenne den Preis schwieriger Entscheidungen, vor allem solcher, die man schnell treffen muss. Ich habe nicht das Recht, über ihn zu urteilen, aber wir müssen weitere Nachforschungen anstellen. Als nächstes möchte ich den großen Saal untersuchen. Dort haben wir die Überreste von Nestrin und den Dämonen gefunden. Ich nehme an, dass es zu einem Kampf kam und er sie getötet hat, aber wir müssen sicher gehen. Bitte helft mir, den Bereich zu räumen, damit ich ihn studieren kann. Ist aber auch eine schwierige Entscheidung. Und dass Darren hier ein bisschen verzweifelt ist, kann ich auch verstehen. Aber was hat das mit dem Zwinkern zu tun? Warum hat die Dämonin Darren zugezwinkert und warum ist er so extrem erstarrt dabei, wo er doch sonst eher schlagfertig wirkt? Das wundert mich ein bisschen. Na gut. Wir werden es herausfinden in den nächsten Folgen. Davon bin ich überzeugt. Achso, warte mal. Das waren ja keine besonderen... egal. Alles klar. Das waren keine besonderen Sachen. Wir werden es herausfinden in den nächsten Folgen. Und daher bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.